Der ehemalige argentinische Nationaltrainer Jorge Sampaoli übernimmt ab 2019 den brasilianischen Traditionsklub FC Santos. Das gab der Ex-Club von Superstar Neymar, Fußballlegende Pelé und Bayern-Profi C. Roberto am Donnerstag bekannt. Der 58-Jährige folgt damit auf Coca, der Anfang Dezember aufgrund von Herzproblemen zurückgetreten war. Santos und Sampaoli haben eine schriftliche Einigung getroffen. Die letzten Details müssen noch bei einem Treffen am Wochenende geklärt werden, schrieb Santos bei Twitter. Sampaoli war bei der WM in Russland mit Argentinien im Achtelfinale am späteren Weltmeister Frankreich 3:4 gescheitert, war anschließend entlassen worden und seitdem vertragslos. Santos schloss die Saison 2018 als Tabellenzehnter ab.